Der monatliche Hörspiel-Podcast von und mit Olaf von der Heidt und Martin Stelzle. Ja, Olaf, ist deine Socke parat? Die ist 1A. Na, dann kann's losgehen. Die ist da, wo sie hingehört. Vorm Mund. Lass uns eine Bank überfallen. Nein, aus aufnahmetechnischen Gründen. Ja, Olaf klingt heute ein bisschen nicht so spitz. Ja, genau. So, das müsst ihr jetzt einfach mit dieser Information, die ihr am Anfang bekommen habt, zusammenführen. Dann habt ihr ein Bild für euch. Ja, viel Spaß damit. Genau, das war das Einsteiger-Quiz. Und ja, hallihallo. Achso, du musst ja anfangen, Entschuldigung. Also, muss ich denn anfangen? Ja, hallihallo, wir sind beim Rockcast. Rockcast-Spezial heute, mal wieder, schon seit längerer Zeit nicht mehr gemacht. Es fühlt sich aber an, als wäre es ganz normal. Irgendwie schon, ja. Obwohl es schon was Besonderes ist, denn mit ein bisschen Vorlauf, aber doch recht zügig, präsentieren wir euch heute tatsächlich das Hörspiel des Jahres. Wir haben unsere Paillettenkleider angezogen. Jawohl. Jetzt müsste es eigentlich rascheln. Das klingt nicht nach Paillettenkleider. Nein. Um euch zum einen natürlich unsere Top 10 zu präsentieren, also getrennt voneinander machen wir das. Mhm. Und dann geht's natürlich, ihr habt ja gewählt, um eure Top 10 des Jahres 2016. Ja, so sieht's aus. Ohne großes Rumgemeier hätte ich jetzt gesagt, wir schmeißen uns einfach rein. Ja, wir verzichten jetzt darauf, einen großen Jahresrückblick zu machen. Erstens ist schon Februar und die Jahresrückblicke 2016 liegen teilweise schon 4 Monate zurück. Und wir haben aber was zusammengepinnt und das Ganze findet ihr im Begleitheft zu diesem Spezialorkast, das es auch natürlich wieder geben wird, wo ihr alle Hörspiele aus dem vergangenen Jahr findet und auch die Votings und noch ein bisschen Senf von uns zum Hörspieljahr. Wie gesagt, das alles ist im Begleitheft und dann halten wir uns da jetzt gar nicht mehr lange auf, sondern schmeißen uns direkt in unsere Top 10. Also basierend auf wirklich allen Hörspielen, also wie ich habe mich jetzt da nicht, du wahrscheinlich auch nicht, groß beschränkt auf die Shortlist oder sonst was, sondern wir haben wirklich aus sämtlichen Hörspielen, die erschienen sind, die wir natürlich gehört haben, das war natürlich die Basis, die Top 10 quasi für uns selber bestimmt. Und bei mir ist auf Platz 10 gelandet, Andreas Steinhöfe mit Anders. Ich verstehe Bedenken, weil das Hörspiel ja eigentlich aus 2015 ist, aber es ist halt auf CD 2016 rausgekommen. Deswegen brauche ich da gar keine große Diskussion, ganz ehrlich gesagt, darum. Mhm. Das hat dadurch völlig seine Berechtigung, weil man bei einer Veröffentlichung, auch von einem Radiohörspiel, finde ich auch immer so ein gewisses Risiko zumindest eingeht, weil das ja viele auch schon im Radio gehört haben. Und deswegen beschränke ich mich da jetzt einfach aufs Hörspiel, das einfach sensationell war. Also von der Geschichte her war das ja schon sehr, sehr speziell und sehr besonders. Aber was die Inszenierung von Angeli Backhausen dann auch noch draus gemacht hat, bearbeitet wurde das Ganze von Karl-Heinz Koineck, das ist so ja fantastisch und düster teilweise auch geworden. Nicht nur teilweise, das ganze Ding ist wirklich sehr, sehr düster. Liegt natürlich in der Geschichte schon angelegt, die an sich schon viele gruselige, merkwürdige Elemente hat und na, das entwickelt so einen verdammten Sog, dass man sich dem Ganzen wirklich null entziehen kann und man wird da ja reingewuppt in diese Geschichte um den Felix, der nach dem Erwachen aus dem Koma einfach ein anderer Mensch ist und man sich beständig fragt, was denn hinter diesem merkwürdigen Rätsel stecken könnte und das Ganze eben dann auch noch so angereichert ist mit so anscheinend fantastischen Elementen. Ein ganz, ganz großer Wurf, das fand ich fantastisch, deswegen bei mir auf Platz 10 gelandet. Ja, bei mir ist auf Platz 10 ein Hörspiel, was auch nicht direkt aus 2016 ist. Da ging es mir aber um die Veröffentlichung an sich, dass jemand gerade dieses Hörspiel, was für mich ja so ein Meilenstein in meiner eigenen Hörspielvita markiert, so eines der ersten Hörspiele aus dem Radio, wo ich dachte, geil, das ist ja mal ein richtig touchy Stoff, der auch im Radio läuft und das, ich hatte noch nicht so viel im Radio wahrgenommen, was dermaßen ja, mainstreamig war. Weißt du es schon jetzt? Nee, jetzt musst du mich überraschen, tatsächlich. Ja, es ist also von PDAX, weil es eines meiner Lieblingshörspiele ist, wo ich halt jahrelang drauf gewartet habe. Jetzt hat es Klick gemacht, natürlich. Auf die CD Grund GmbH kommt. Natürlich. Grund GmbH natürlich, ja. Genau. Benjamin Quabeck, das Stück in, ich weiß gar nicht, 3 Teile war es, glaube ich. Mhm. Ja, der lief auch kurz vorher nochmal im Radio, was natürlich auch schon mal schön war und dann kam es dann bei PDAX auf CD raus. Ist eine wirklich spannende Story mit viel Mysteriösem drin und viel, ja, Krimi-Plot eigentlich.
Ja, das hat mich damals, als ich es das erste Mal gehört habe, wirklich begeistert. Und jetzt in diesem Jahr sollte es dann auch für die Top 10 reichen. Also das wollte ich diesem Hörspiel schon antun. Normalerweise bin ich auch kein Freund davon, also so Re-Releases nochmal nach vorne zu heben. Aber das hat es echt verdient. Ja, kann ich nachvollziehen. So, dann machen wir frisch weiter. Platz 9. Bei mir ist Platz 9 eines der großen Ereignisse, sagen wir mal, der letzten gefühlt 10 Jahre auf dem Mega. Hörspielmarkt gewesen. Ja, also bei dir auch? Ich glaube, könnte sein. Okay. Als die Meldung das erste Mal aufkam, haben sich alle die Ohren so ein bisschen gerieben. Was? Weil man schon nicht mehr so ganz dran gedacht hatte, ja, und dann ist es tatsächlich Wirklichkeit geworden. Ja, die schwarze Sonne ist zurückgekehrt mit der Folge 11. Und weil es eben A, wirklich so ein, ja, so ein Fest war, so ein großes Ereignis, eine meiner, wenn nicht die Lieblingsserie, in diese Welt nochmal eintauchen zu dürfen, die man eigentlich schon irgendwie beiseite gewähnt hatte. Einmal das und dann halt wirklich, dass da auch wirklich geliefert wurde. Nicht nur geliefert wurde, sondern wirklich, also meine Erwartungen, die ich an die Folge hatte, meine vorsichtigen Erwartungen, die absolut getopft wurden mit also so sensationellen Szenen und ja, dieses Mysterium einfach nochmal so ins Absurde, ins Mysteriöse, in die Tiefe, ins Philosophische, halt in alles das geschraubt hat, in die verschiedenen Richtungen, die halt die schwarze Sonne ausmachen. Das war für mich ein Fest und deswegen Platz 9 geht an die schwarze Sonne, Folge 11. Ja, bei mir genauso. Tatsächlich. Witzig. Das ist bei mir auch auf Platz 9 gelandet, ja. Dann kann man gleich mit Ja. Platz 8 weitermachen. Ja. Na komm, mach mal du jetzt. Soll ich mal? Mach mal du. Okay, das rätst du nie. But I will tell you. Und? Ah, Stuart Kummer. Gut. Sehr schön. Ja, I Will hat uns tatsächlich so von der Veröffentlichung etwas überrascht. Der WDR hat in letzter Zeit ja immer so außerhalb des normalen Hörspielterrains immer noch mal ein paar Produktionen versteckt. Und so war es im November auch für uns alle recht überraschend, dass mit I Will eine Produktion kam, die nicht im gewohnten Hörspielbuster erschienen ist, sondern sonntags immer in so kleinen Häppchen, also so 10-minütigen oder waren das nicht mal 10 Minuten, war glaube ich sogar noch kürzer, Podcast-Häppchen quasi präsentiert wurde. Das Ganze über 18 Folgen insgesamt. Ja, das war tatsächlich eine Story, die auch wunderbar in so eine Serie reingepasst hat, also in so eine Serie, in so ein abgehacktes Format in einzelnen Teilen. Sehr ansprechend präsentiert, sehr amerikanisch, also nicht nur vom Thema her, sondern auch von der Darstellungsweise. Also so Freunde von irgendwelchen Netflix-Serien werden hier wahrscheinlich auch froh aufgehorcht haben. Eine wirklich schöne, absurde und böse Story, die mir richtig Spaß gemacht hat und auch gerade vom Format und vom Mut, das auch mal in einem ganz anderen radio-untypischen Format zu präsentieren. Das hat mir sehr gefallen und hat bei mir den Ausschlag gegeben, das in die Top 10 zu wählen. Kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Ja, willst du wissen, was meine 8 ist? Natürlich. Meine 8 ist Robert Webers, die Geheimprotokolle des Schlomo Freud. Und Da zwar kann ich deshalb, vielleicht vorwegnehmen, dass das meine 7 ist. witzig, das ist ein sehr, sehr spezielles und sehr eigenwilliges Hörspiel. Also wenn man von anderen Hörspielen von Robert Weber herkommt, dann ist man erstmal überrascht, was den ruhigen Ton des Ganzen anbelangt. Aber das ist so eine spannende Geschichte, die wie ein, in dem wirklich wie ein Räderwerk so die einzelnen Elemente ineinander greifen. Und diese Kombination aus diesen, ja, Betrachtungen aus zwei verschiedenen Zeitebenen und natürlich dann die Fantastik, die in diesen Einzelgeschichten drin steckt, das hat einfach einen so schönen, eigenwilligen, der ja, Genre-Mix im Endeffekt dann am Schluss ergeben, dass mich das total begeistert hat und der Schluss, der hängt mir bis heute nach. Weiß nicht, also dieser Schluss, das hat mich irgendwie total geflasht. Das ist Das auch so ein schönes Hörspiel, wenn man dabei sitzt und man so plötzlich den Moment merkt, wo es so im eigenen Hirn Klick macht. Also wo man so plötzlich genau. diese Story versteht. Das ist also wirklich so ein ganz toller Moment, wo das Hörspiel plötzlich so eine ganz neue Farbe kriegt. Also es ist wie so ein, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist echt ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl, ein ganz merkwürdiges Erlebnis gewesen. Das wird mir auch lange nachhängen. Wie gesagt, meine 7. Also musst du jetzt deine 7 noch vorstellen, weil
Hast mir die 7 jetzt vorweggenommen. Alles Wenn das klar. jetzt so weitergeht. Mal gucken. Auf Platz 7 ist bei mir gelandet der erste Audible-Eintrag. Ich kann schon mal verraten, es wird nicht der letzte sein. Und zwar Lock und Key. Ja, okay. Ist relativ spät bei mir ans Ohr gedrungen tatsächlich. Das ist letztlich ein sehr sperriges Ding im Endeffekt. Mhm. Und das absolut Fantastische ist für mich bei Lock und Key, was man sich da traut. Das fände ich so fantastisch, was für ein Urvertrauen man da ins Hörspiel hat. Und das fand ich faszinierend, wirklich. Wie bunt dieses Ding ist, ja, wie experimentierfreudig man da mit dem Medium Hörspiel umgeht und was man dem einfach zutraut, über Geräuschkulisse, über Musik und wie man den Hörer in Stimmung versetzt und darauf vertraut, dass er mitgeht. Und das habe ich wirklich mit Freuden aufgenommen und bin also dieser Geschichte total verfallen, die einfach so bunt daherkommt und so viele Facetten hat. Also ich war hin und weg und total geflasht tatsächlich. Ich kann auch wirklich nachvollziehen, dass man überfordert wird von dem Ding tatsächlich, weil das wirklich, das reizt sehr, sehr viel aus. Aber gerade das fand ich total fantastisch und dickes Lob an Kai Schwind, dass man sich das wirklich getraut hat. Ja, finde ich ein Paradestück dafür wirklich, was Hörspiel kann. Es ist tatsächlich so, dass es auch wirklich schwer ist. Es liegt im ganzen Jahr ein Comic zugrunde, aber das ist halt kein Comic wie ein Mickey-Maus-Comic, der relativ gerade abläuft, sondern halt wirklich mit sehr eigenständigen Bildern arbeitet. Also quasi ein Bild quasi schon eine ganze Sequenz erzählt und das auch durch das Format des Bildes oftmals viel ausgedrückt wird. Also die Bilder sind teilweise über eine ganze Seite, man kennt ja so moderne Graphic Novels, da weiß man ja schon, was da auf einen zukommt und das als Hörspiel umzusetzen, das ist schon eine Riesenleistung. Ja, ja, das war bei mir auch, das ist auch so eins der Streichergebnisse, die es bei mir leider nicht in die Top 10 geschafft haben, wo ich aber sehr traurig bin, dass so eine Top 10 keine 15 Plätze hat. Bei mir gibt es auch einige, ja. Anders wäre auch so ein Fall gewesen. Also anders hatte ich auch auf meiner ersten Liste, wo ich dann mal so überlegt hast, was drauf ist. Und es ist auch ziemlich lang drauf geblieben. Es sind einige vorher gegangen. Und, bei mir war es I Will. Ja. Unter anderem. Es ist echt schwierig, aber ja, es macht auch den Reiz 10. aus, ne? Sich zu begrenzen auf die 10. So, du bist dran. Was ist deine Mit der 5? Nummer 6. Ach, die 6 ist, Entschuldigung. Eins nochmal. Ja, Nummer 6 ist bei mir was ganz Klassisches, was mich aber, also wo ich am Anfang gedacht habe, ja, das wird nett, aber dass es dann so gut wird, hätte ich tatsächlich nicht erdacht, weil der etwas, soll man denn sagen, ausgelutschte Plot oder beziehungsweise das ausgelutschte Thema, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass man das mit so viel Leben füllen kann und mit so viel besonderem Leben füllen kann. Gut, bei den Machern, der ja schon mal bewiesen hat, dass er mit dieser Figur umgehen kann, weißt du es schon? Nee. Ich habe gesagt, es wäre schon so eindeutig gewesen. Also der Macher hat schon mal sich mit dieser literarischen Figur beschäftigt. Insgesamt hatten, ich glaube, ich habe nachgezählt, gab es 23 Umsetzungen über diese Figur im vergangenen Jahr als Hörspiel. Insofern darf man schon von einem sehr, sehr genudelten jetzt hat's Klick gemacht. Genre reden. Es geht um Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes. Das ist mein Platz 6. Die Story ist von Anthony Horowitz und bearbeitet und inszeniert hat das Ganze Bastian Pastewka, der ja schon damals mit dem Hund der Baskervilles schon mal für Aufmerksamkeit sorgen konnte und zeigen konnte, dass er auch Hörspiel jenseits von witzig kann. Ja, und das ist hier mit Sherlock Holmes ihm tatsächlich auch wieder gelungen. Eine sehr gute Story, die mit ganz viel Holmes-Flair, also allein schon vom Skript her daherkommt. Also Anthony Horowitz hat sich tatsächlich wirklich Gedanken um die Figur Holmes gemacht und wirklich sehr viel, was diese Figur ausmacht, da reingepackt. Das ist bei anderen Umsetzungen, pitcht das so mal auf, aber tatsächlich nicht in der Qualität und der Detailtiefe, wie es hier passiert ist. Natürlich hat man hier auch einen Dreiteiler, man konnte natürlich viel mehr erzählen, was aber bei Holmes oft so ist, dass, wenn man das mal auf andere Umsetzungen runterbricht, dass einem nach 70 Minuten schon langweilig ist. Und das ist hier tatsächlich nie der Fall. Also diese Story hat sehr viel Eigenes, aber auch sehr viel Holmes. Also mich hat dieses Hörspiel tatsächlich richtig begeistert. Und das hätte ich tatsächlich von Sherlock Holmes nicht mehr gedacht. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ob das glaubst oder nicht, das ist auch ein Streichkandidat bei mir gewesen. Der hat auch wirklich wehgetan, ja. Aber das sagt oder für mich... interessant, was du doch dann hast. Das ist ja dann... Das sagt auch wirklich viel über das wirklich richtig... Also ich fand das Hörspiel Jahr 2016 echt gut, richtig gut. Also wenn ich da auf den Zettel gucke... Ich fand es in der Spitze gut, muss ich sagen. Ja. Also ich fand, es war natürlich eine Masse an Hörspielen da. Ja. Ich fand aber
aber vieles sehr, sehr durchschnittlich. Zwar auf einem soliden Level, aber vieles, also die dadurch, Spitzen dass es mehr schon... war, es ist aber tatsächlich in der Spitze nicht mehr geworden. Aber es ist in der Spitze immer noch mit sehr, sehr guten Hörspielen gekommen. Mit so schön unterschiedlichen. Also das ist diese Breite, das fand ich faszinierend, wirklich. Ja, da ist aber auch viel Audible geschuldet. Ja, die bei mir ziemlich mit fast allen Produktionen, zumindest mal in Grübelnähe der Top 10 waren, tatsächlich auch eine total große Bandbreite haben und wirklich auf einem Top-Niveau produziert haben. Mhm. Kann ich schon noch sagen. Also das ist wirklich, also für mich tatsächlich das Label des Jahres. Ja, also für mich auch, keine Frage. Ohne irgendwie auch nur Konkurrenz in der Nähe zu haben. Ja. Jo. Wir sind bei meinem Platz 6, das heißt, du kommst jetzt mit Platz 5 um die Ecke. Nein, du bist ja noch Platz 6. Genau. Ja, genau. Ja, apropos Klassiker, das ist, glaube ich, jetzt mein Stichwort. Was gibt's als Klassiker? Ich hätte jetzt zwei im Ohr. Jetzt zwei im Ohr. Unter der Ansage ist jetzt entweder was Neues. Ich sag nur was, schwer. Was Klassiker Schwermut. Ist oder was ganz Altes, was schon immer ein Klassiker war. Schwermut, ja. Es ist das ganz Alte. Okay. Was russisch ist. Was russisch ist, genau. Krieg und Frieden. Krieg und Frieden, Leo Tolstoi. Die WDR-Produktion von 1965, die ich das erste Mal gehört habe. Ja, also ich habe erst wirklich einen Bogen drum gemacht, weil ich dachte, boah, es ist so ein alter Schinken, der 10 Hörspielstunden und mehr, das ist schon, oh, und dann Krieg und Frieden auch noch, so eine lange Geschichte, so vielen Charakteren und so viel, sei so schwer und tja, und dann lässt man sich auf die Geschichte ein und braucht eigentlich nur eine CD und das Ding hat einen. Und die eine Seite ist dieser klassische Stoff, der nicht von ungefähr ein klassischer Stoff geworden ist, weil es einfach zutiefst menschliche Dinge berührt, die in allen Zeiten einfach gelten, die Kritik am Krieg und diese Absurdität, die in dem Vorgehen der Mächtigen drin liegt und die Auswirkungen, die es auf die kleinen Leute hat. Grandios dargestellt. Die Sprache ist fantastisch, wirklich. Also wie man mit wenigen Worten, eigentlich mit einem Satz, eine Person beschreibt und die Person zack vom geistigen Auge hat. Das ist mir so in der Form tatsächlich, glaube ich, fast noch nie begegnet. Das fand ich absolut faszinierend. Das ist das eine. Und dann die Umsetzung. Gerd Westphal hat das Ganze umgesetzt, 1965 für den WDR. Wahnsinn. Also man kann sich anders sagen, für die Zeit ist das absolut, absolut fantastisch. Die Mittel sind natürlich schon eher begrenzt, aber das Ding hat einfach so spezielle Seiten, zum Beispiel der Erzählereinsatz. Das hängt mir auch immer noch nach, wie toll da mit dem Erzähler umgegangen wird, wo ich mir echt heute denke, boah, Leute, hört das bitte an und zieht eure Lehren daraus. So kann man mit Erzähler gut Hörspiel erzählen. Und da ist der Erzähler auch nicht obsolet, sondern da ist der Erzähler Teil der Geschichte und der nimmt nicht den Hörer an der Hand, dieses blöde Meer, sondern der zieht einen da rein und quasi am Ohr und versetzt einen in diese Geschichte rein und geht mit. Naja, und also viele kleine spezielle Sachen, die das Ding einfach so besonders machen, dass hier der spezielle Umgang mit der Sprache zum Beispiel, mit Fremdsprachen, fand ich fantastisch. Das ist von der Bearbeitung her einfach sensationell. Und wirklich ein Lehrstück auch. Also ich finde das wirklich ein Hörspiel-Lehrstück, das man sich auch als moderner Hörspielmacher vielleicht mal geben sollte. In vielerlei Hinsicht. Auch natürlich die Geschichte selber ist fantastisch. Und natürlich auch die Form, wie es erschienen ist beim Hörverlag. Auch ein dickes, fettes Kompliment. Das macht einfach total Spaß, dann dieses dicke Booklet in die Hand zu nehmen und noch tiefer in die Geschichte einzutauchen. Super Sache. Deswegen bei mir, auch wenn es wirklich 1965, ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Aber auch allein durch die Form des Erscheinens für mich mein Platz 6. Krieg und Frieden war tatsächlich bei mir auch eins der jammerigen Streichergebnisse. Das war auch lange, lange noch auf der Liste. Dann kämen wir zu Platz 5, oder? Mhm. Und da hätte ich wieder was, ein eigentlich liebgewonnenes Thema, und zwar Verschwörungstheorien, was im Hörspielbereich ja Offenbarung 23. Ja, genau. Was im Hörspielbereich ja leider etwas gelitten hat durch eine Serie. Ja, genau. Ja, aber es gab tatsächlich ein Hörspiel, das ich weiß schon was, ich weiß schon welches. Dass es geschafft hat, mit Verschwörungstheorien dermaßen gut zu jonglieren und einen satten Thriller als Mehrteiler zu inszenieren, was auch auf einem ungewöhnlichen Sendeplatz kam. Das lief nämlich bei SWR 2 im Tandem, wo eigentlich eher so, ich sag mal, so künstlerische, ja, literarisch wertvollere, ja, was heißt wertvollere, aber so, ja, ihr wisst schon, was ich meine, so im Radiobereich, ich vermeide jetzt das ganz, ganz böse Wort, die da laufen und eigentlich so für einen relativ, Anführungsstriche, schnöden Krimi
oder Thriller da eigentlich kein Platz ist. Aber guter alter Bekannter, und zwar Robert Webert, den wir eben ja schon mal hatten, der hat das ganze Ding erdacht. Das heißt, Kilroy Was Here erzählt tatsächlich einen waschechten Thriller mit ganz, ganz viel Verschwörungsgedönse drin. Da ist also wirklich ganz tolle Sachen und vor allen Dingen nicht aberwitzig oder abstrus eingebunden, sondern wirklich logisch und schlüssig und nachvollziehbar in eine sehr straighte Thriller-Handlung eingebunden. Ja, der Überraschungsmoment, die Qualität des Hörspiels, die Qualität der Story, das hat gereicht für einen Platz 5 bei mir. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist ja auch einer meiner Streikkandidaten geworden, leider. Es tut wirklich weh. Ja. Er musste weichen, und zwar meinem Lieblings-Pidax aus dem vergangenen Jahr. Also es geht wieder in die Vergangenheit. Und der Beweis dafür, dass auch in den 90ern gute Hörspiele gemacht wurden. In den 90ern? Ja, in den 90ern. 1994. NDR-Produktion. Der Mann, der zweimal lebte. Ach. Stories von Max Ehrlich. Ein fantastisches Mystery-Hörspiel, das so merkwürdig eigenwillig auch daherkommt. Und ein staunend erstmal zurücklässt und mit sehr vielen Fragezeichen und ja, dieser ganze Verlauf dieser Geschichte ist sehr komisch und irgendwie anders und ja, ich weiß auch nicht, das hat so eine eigene Stimmung auch, das Ganze, und ich fand diese Geschichte einfach nur total faszinierend und naja, man fragt sich halt ständig, wie das sein kann, was diesem guten Mann passiert. Ob denn seine Träume Realität sind oder ob er einfach nur wahnsinnig ist. Und so ist das einfach eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte mit vielen skurrilen Charakteren auch und einfach fantastisch und das Ganze auch super, super, super umgesetzt. Und das hat mich total geflasht und war mein Lieblings-Pidax im vergangenen Jahr. Deswegen mein Platz 5. Kann ich auch nachvollziehen. Ja, ich wollte mich möglichst auf die Neuproduktionen beschränken und habe mir da so ein eigenes Dogma aufgelegt, auch wenn es natürlich Quatsch ist, weil man hat ja gesagt, es sind alle drin, aber ja, von der Qualität her hätte es durchaus auf jeden Fall auch bei mir für die Top 10 gereicht. Ja. Das ist bei mir der letzte aus der Vergangenheit. Jetzt kommt nur eine neue. Jetzt kommt nur bei noch mir neue. Auch. Ja, natürlich, ja, bei mir. Na, da bin ich ja gespannt. Wir sind jetzt bei Platz 4, ja? Wir nähern uns dem Treppchen. Jetzt müsste, also wenn ich jetzt so, jetzt dürften wir relativ deckungsgleich sein. Okay. Also so, weil sowas bei dir noch fehlt, könnte ich mir vorstellen, das dürfte jetzt kommen. Ja, also wenn ich mir meine Top 4, die müssten eigentlich bei dir eigentlich auch noch alle auftauchen. Ich fange einfach mal an. Fang mal an. Platz 4 ist ein Hörspiel von Audible. Ja, okay. Ja. Ja, ein Tipp, der es vielleicht noch nicht ganz auflöst, bei dem du die Musik gemacht hast. Okay, gebongt. Kommst du drauf? Irgendwas mit Kill irgendwas. Genau, Kill Shakespeare ist das Ganze von Conor McRae und Anthony DeCore. Bearbeitung wieder Kai Schwind und Inszenierung auch. Und Martin Stölzer die Musik, ja, fantastisch. Was eine Hammer-Story, was eine Rieseninszenierung, was eine geniale, geile Idee für ein Hörspiel. Wir haben das, glaube ich, im Interview mit Kai Schwind dermaßen bejubelt. Es war vielleicht Kai schon fast peinlich, oder? Aber es war tatsächlich jedes Wort wahr, weil das, wenn man es direkt gehört hat, und das ist auch wieder so ein Hörspiel, das hört man, hört diese 10 Stunden durch und ist danach, hat einfach keinen Bock mehr, nochmal irgendwas zu hören. Weil man weiß, wenn man jetzt hier irgendein Fixen Foxy-Hörspiel hört, das ist, das macht dann einfach überhaupt keinen Spaß mehr, weil das man hat dermaßen starke Eindrücke von diesem von dieser großartigen Story, von diesen wirklich sensationellen Figuren, die da drin auftauchen, den tollen Sprechern. Also wirklich sehr, sehr gut. Kann ich nachvollziehen, ja. Ja, Audible, gutes Stichwort. Aha. Und zwar, bei mir ist auch auf Platz 4 ein Audible-Hörspiel. Und zwar ein Hörspiel von Ivar Leon Menger. Oh. Monster 1983, die zweite Staffel, ist bei mir auf der 4 gelandet. Es wird auch immer enger nach vorne tatsächlich, habe ich festgestellt. Wo es wirklich irgendwie so Mini-Eindrücke sind, die das Ganze irgendwie trennen. Das Witzige ist, bei mir ging es auch so, dass ich tatsächlich, nachdem ich die Top 10 dann mal hatte, so die ersten Plätze relativ zügig ging, da wusste ich so ungefähr, wo sie hinkommen, aber so gerade das Treppchen, da habe ich dann auch schwer überlegt. Komplett fix war bei mir immer nur die 1 tatsächlich, wenn ich drüber überlege. Ja. Ja, bei mir auch. Aber bei der Publikumswahl, da kommen wir ja später noch drauf, da war das ganz anders. Da gibt es wirklich satte Abstände. Da ist tatsächlich interessant, Platz 4 bis 6
Da geht es tatsächlich um eine Stimme Unterschied. Und das ist bei der Anzahl schon interessant, ja. Aber ja, zurück, also Monster 1983. Ja, da haben wir schon relativ viel gesagt. Was soll man denn da noch sagen jetzt? Also außer das Ding groß bejubeln. Das war, finde ich jetzt, also wenn ich mich jetzt in die Lage des Autoren und des, ja, von Ivar Leomenger, der ja quasi der geistige Übervater des Ganzen ist, das ist ja schon eine krasse Bürde, die man da auf sich lädt. Wenn man so einen krass guten Auftakt einfach geschaffen hat und so viele Leute damit begeistert hat und da einen zweiten Teil nachzureichen, der, finde ich, für mich gedacht, das Ganze wirklich nochmal getoppt hat, was Ja. ich eigentlich fast nicht für möglich gehalten habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dem Ganzen dann auch noch so eine andere Note gibt. Also ich fand die zweite Staffel halt so dermaßen düster. Das waren für mich auch wirklich, wenn ich zurückdenke, mit die gruseligsten Hörspielmomente, die ich jemals erlebt habe tatsächlich. Das Auftauchen des Nachtmahrs. Das ist so fantastisch gewesen. Puh. Also Gänsehaut pur, ich hatte wirklich Angst. Also Angst ist jetzt zu viel gesagt, aber das hat so einen krassen Eindruck hinterlassen. Ich kann mich eigentlich nur an Öffne die Tür von Marco Göllner zurückerinnern, wo es mich Stimmt, das war auch genau. so gerissen hat, was das anbelangt. Und dann halt so ganz, 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 ganz tolle Elemente, wie zum Beispiel dieses Kriegsszenario, das mir auch nicht aus dem Ohr geht bis heute, das so fantastisch geschrieben ist, umgesetzt ist, brillant, dass wirklich andere Autoren hätten das komplett versemmelt, glaube ich. Ja, Mit ich glaube auch. irgendeiner aufgesetzten Sprache oder so. Und hier ist das einfach so authentisch alles abgebildet. Ja, und die Geschichte geht einfach so grandios weiter. Und diese Idee, das Ganze quasi aufzusplitten in die, ja, man verfolgt auf der einen Seite die Familiengeschichte weiter, auf der anderen Seite bleibt man in der Stadt drin. Das ist, also viele Ideen, die da einfach reingeflossen sind, die so toll ineinander greifen und einfach so einen grandiosen Drive entwickeln und einen so mitreißen und dann. Was man schon in der ersten Staffel so fantastisch gemacht hat, diese Stimmung zu erzeugen und so unglaublich unterhaltsam zu erzählen, dass man wirklich auch nicht eine Sekunde davon missen möchte, das ist wirklich, das war ganz, ganz groß. Platz Ja. 4 für mich. Ich kann dir nicht widersprechen. Also für mich war das auch eines der einprägsamsten Hörerlebnisse in 2016 und darüber hinaus auch. Also das hat auch so einen Stellenwert, einen besonderen für mich. Das wird lange im Gedächtnis bleiben und wahrscheinlich auch nie wieder weichen, weil das halt wirklich ganz, ganz eindrücklich erzählt wurde. Und ja, du hast ja eigentlich schon alles gesagt, was man dazu sagen muss. Und ja, ich schließe mich dem Sensationell. vollinnerlich an. Ja, na Ja, dann, Treppchenzeit. Treppchenzeit. Ja, mach du mal, fang mal an. Soll ich anfangen? Ja, fang mal an. Das könnte jetzt eine Überraschung sein, vielleicht für einzige. Wahrscheinlich. Ja, auf Platz 3 ist gelandet bei mir ein Radiohörspiel. Oh. Und zwar ein humorvolles Radiohörspiel. Ein Oh. äußerst. Wie nennt man das? Es geht um einen Anti-Helden, der ständig bekifft ist. Na, klickt's? Der in seinem Heimatdorf zurückkommt, mit dem Namen Wulzendorf. Ah, ja, okay, ja. Yeah. Und das einfach von diesem österreichischen, na, ich weiß auch nicht. Einfach, ich mag das einfach, wenn die Österreicher irgendwie, wenn der Schmäh ein bisschen dazukommt und dann wird er, weil vom Suchaneck erzählt wird und der Suchaneck ist halt ein ganz merkwürdiger Typ und dem passieren halt auch die komischsten Sachen und das ist alles so skurril und so grotesk und ich mag's einfach. Mach weiter, das kommt. Volksfest. Regie Petra Feldhoff, eine fantastische Inszenierung, bearbeitet von Martin Zülker das Ganze mit sehr schöner, wundervoll passender Musik von Mike Herting. Rainer Nikowitz, grandiose Geschichte. Ich habe mich weggeschmissen, grandios besetzt mit Peter Simonischek als Erzähler. Es ist einfach ein Genuss von vorne bis hinten. Und naja, ich bin halt ein alter Harder-Fan. Und es ist halt dieses, ich weiß nicht, diese österreichischen grotesken Geschichten, das hat einfach was. Und da springe ich immer drauf an. Und wenn das noch so geil ist wie das hier, diese Geschichte nimmt so groteske Wendungen. Ich war einfach nur hin und weg. Und es hätte tatsächlich auch der zweite Teil sein können. Aber ich fand das Volksfest irgendwie, das war auch meine erste Begegnung mit dem Suchaneck. Und deswegen ist es der erste Teil gewesen und ich fand das Volksfest einfach nur brillant von der ersten bis zur letzten Sekunde und das muss man gehört haben im vergangenen Jahr. Das war einfach zu geil. Das hat es für mich aufs Treppchen geschafft.
Hammer. Das ist tatsächlich eine Überraschung. Also hatte ich jetzt, ich sag mal so, im erweiterten Favoritenfeld. Also das war dann aber später nichts mehr, wo ich drüber nachgegrübelt habe, ob ich es reinnehme oder nicht. Also hätte bei mir für die Top 20, glaube ich, nicht gereicht. Ey, ist tatsächlich, ich glaube, ich habe da so ein, ich habe ja auch mit den Brenner-Hörspielen so richtig Probleme gehabt und vielleicht liegt es einfach, habe ich irgendeine merkwürdige Österreich-Phobie. Weiß ich nicht. Und Peter Simonischek, ich habe ja zuletzt Ja, Peter Simon ist zum Toni Erdmann Niederknien. gesehen. Mein Hast Gott, du gesehen, ja? ist der Mann gut. Das ist unfa also das ist ja Er ist wirklich unfassbar. fantastisch. Wahnsinn. Fantastischer Schauspieler, ohne. Unglaublich. Er hatte auch damals, hat er nicht dieses Thomas Bernhard, diesen Briefwechsel mit Unselt. Auch war er das Das auch? macht. Also Ich glaube, das war, wo er den Bernhard spielt. Ich glaube schon, oder? würde ich sofort ja Ja. sagen, bestimmt. Sag Mein mal. Platz 3. Sag mal. Jetzt bin Ganz ich überraschend, gespannt. was von Audible. Okay. Auch Shakespeare. Naja. Okay, alles klar. Macbeth ist es tatsächlich. Ja, eine Neuinterpretation von Shakespeares Stoff und die ist dermaßen gut neu interpretiert, grandios erzählt. Da führte für mich in diesem Jahr tatsächlich auch kein Weg dran vorbei, das in die Top 10 zu wählen. Und es hat es dann auch schließlich und endlich sogar aufs Podium geschafft, weil es mich richtig begeistert hatte. Es war so toll gespielt, es waren so starke Charaktere da drin. Also ich meine, an Shakespeare kann man ja eigentlich nicht viel kaputt machen, weil der ja wirklich sehr, 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 sehr starke Dramen erzählt hat. Aber man hat dem Ganzen tatsächlich nicht nur das Ganze auf ein moderneres Level gehoben, sondern auch dabei die Qualität nicht nur gehalten, sondern tatsächlich in vielen Bereichen auch nochmal dem Ganzen noch einen Schub gegeben. Fand ich grandios, dass man das mit so einem Stoff machen kann. Also normalerweise kann man bei so einer Bearbeitung eher nur verlieren. Aber daraus nochmal diese Story auf ein anderes Level zu heben. Also alle meine Hüte ab davor und ja, wie gesagt, mein Platz 3. Okay. Ja, fantastisch, keine Frage. Okay, bei dir nicht als Streichergebnis. Wollen wir zu Platz 2 kommen? Okay. Ja, auf Platz 2 ist was gelandet, was mein persönliches Hörspieljahr äußerst geprägt hat, um es gelinde zu sagen. Es wurde heute schon mal genannt. Ja, es ist Kill Shakespeare. Na klar, was soll ich da groß sagen? Das war so ein Erlebnis, bei so einem fetten Ding dabei zu sein, ist meine Top 10. Deswegen darf ich ja das bestimmen, wie ich will. Natürlich könnte man mir da jetzt vorwerfen. Hände, Hände, ist mir egal. Ich Ende, fand Ende. das Ding einfach nur fantastisch. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, na, von vielen Meinungen, die Geschichte so schlecht reden. Ich kann das nicht nachvollziehen, ganz ehrlich gesagt. Ja, Echt, die gibt's? viele. Ja, guck mal auf die Audible-Seite. Die Geschichte wird ziemlich abgewatscht, tatsächlich. Kann ich echt beim Die besten ist Willen nicht nachvollziehen. grandios. Ich fand diese Idee sensationell Das ist doch der Hammer. und wie mit einzelnen Elementen gespielt wird. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Balkonszene. Ja. Das ist so eine geile Idee, das einfach mal umzudrehen. Und ja, und also die akustische Seite, das ist, also auch wie Lock und Key, ja, dieses Vertrauen ins Medium zu haben, was man mit Hörspiel machen kann. Ja, einfach ein Riesending. Und diese Kombination aus politischen Intrigen, aus Fantastik und diesen wirklich grandiosen Darstellern, die man vorher auch noch nicht gehört hat, teilweise. Also, ja, mein Platz 2, Kill Shakespeare. Okay. Ja, mein Platz 2 kann man jetzt relativ kurz machen, weil wir den auch schon hatten. Ja, bei Monster? mir jetzt ist es Monster. Genau. Okay. Soll ich meinen ersten Platz sagen? Jetzt haben wir den ersten Platz. Bei mir ist Macbeth auf Platz 1. Ach, guck an. Ja, als ich das gehört habe, war das für mich eigentlich schon das Hörspiel des Jahres. Ja. Weiß nicht, das war die Rückkehr von Steele irgendwie gefühlt und dieses Ziehen nach Schottland, da war einfach so viel Atmosphäre drin, bis in die Haarspitzen. Ich fand diesen Transport der Geschichte in ein bisschen modernere Richtung, fand ich total gelungen und man hat halt nicht aufgegeben, was in dem Original drin steckt. Also das hat mich so dermaßen geflasht, dass da also wirklich beim Hören quasi irgendwie schon der Eindruck kam, okay, das zu toppen, das wird schwierig sein, wenn nicht sogar, vielleicht sogar unmöglich sein. Und so ist es dann tatsächlich gekommen. Das war fantastisch. Also die Schauspieler haben mich so beeindruckt. Also Tobias Kluckert als Macbeth, Claudia Obstadt-Dinges als Lady Macbeth, selbst Christian Rode als Duncan. Und das war dann irgendwie, hat dann irgendwie nochmal so ein i-Tüpfelchen draufgesetzt und ich dachte, boah, Christian Rode nervt mich eigentlich mittlerweile fast in jeder Produktion. Und wenn man es dann schafft, ich weiß nicht, aus ihm dann nochmal sowas rauszukitzeln, fand ich Ich glaube, fantastisch. es ist aber tatsächlich die Regie. Wenn eine Regie Ja, da ist, ja. die ihn einbremst. Ja, das war die Regie. Also fantastisch, das waren Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau, wirklich Ja. bis zum bitteren Ende und ganz großes Drama und
kommt man nicht vorbei. Und das ist für mich mein persönliches Hörspiel des Jahres. Jetzt bin ich schwer gespannt. Wir haben es noch nicht erwähnt. Kann nur ein Streichkandidat von mir gewesen. Ja, also auf jeden Fall ein Streichkandidat. Du hast ja keinen mehr. Radiohörspiel, WDR, Petra Feldhoff. Natürlich. Das war bitter, ja. Bodo Traber natürlich. Genau, Bodo Trabers Nachtexpress. Ein Hörspiel, was, ich glaube, die Hörer ziemlich polarisiert hat. Also viele haben gesagt, also es ist der schlechteste Traber, den sie bisher gehört haben. Ernsthaft? Habe ich mehrfach gelesen. Ich würde sagen, das ist mit Abstand der beste Traber, den ich je gehört habe. Ja. Wenn ich jetzt meinen Liebling Kreuz vom Erlenberg mal außen vor lasse, weil das halt auch so einen nostalgischen Flair bei mir hat, nostalgischen Bonus hat. Von der Machart her, von der Erzählung her, ist es mit Delay, also so zumindest ähnlich wie Delay. Und ich fand es nochmal ein Stück besonders, weil es einen tollen Bezug hat. Also es nimmt ja einmal Bezug zu dem Hörspiel Träume und zu Tales of the Crypt. Also man macht ja eine schöne Verbeugung vor alten Storys und erzählt eine Geschichte mit einer surrealen Ebene, die total toll ist und die vor allen Dingen auch schön im Dunkeln bleibt und wirklich nur so andeutungsweise erzählt wird und nicht wie andere Hörspiele das machen würden, dann mit dem Holzhammer und noch ein Erzähler drüber, der dann nochmal erklärt, was jetzt tatsächlich da passiert ist. Das fand ich so fein und so schön gewoben in der Story. So spannend erzählt, so eindrücklich erzählt und mit einer tollen Geräuschkulisse, dass ich gesagt habe, das ist tatsächlich meine Eins. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Wenn es auch schwer hatte gegen die wirklich starke Konkurrenz von Audible und so, aber das ist tatsächlich... Ja, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt, obwohl es nur 54 Minuten lang war. Mhm. Ja, das war schon herausragend, das stimmt. Ja, jetzt haben wir auch schon fast alle erwähnt. Naja, gut, gar nicht wahr. Es sind doch einige andere noch. So ein paar haben wir noch. In den Top 10 von euch. Ja, wir hatten euch aufgerufen zu wählen und das gleich mehrfach. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ihr mir irgendwann sagt, hier, wir haben jetzt keinen Bock mehr, wir haben jetzt schon dreimal eine Mail geschickt und jetzt sollen wir nochmal abstimmen. Aber ich war echt erstaunt, wie viele und wie gern mitgemacht wurde. Also ich habe ganz, ganz viel Positive. Ich habe, glaube ich, keine einzige Negative, die gesagt hat, interessiert mich nicht. Die Leute, die es nicht interessiert hat, die haben dann halt einfach nicht mitgemacht. Aber es war wirklich überraschend. Ich habe ja schon einiges an Hörspielpreisen und irgendwelchen Votings irgendwie schon mal initiiert. Tatsächlich war das der mit dem meisten Feedback tatsächlich. Also da konnte selbst der Orkanus in der Anfangsphase, wo ich ihn mitgemacht habe, nicht mithalten. Das ist hat mich echt überrascht. Also das Postfach hat jeden Tag wie wild geklingelt. Wir haben, ich glaube, über 250 Mails bekommen insgesamt, Stein. Die in den ersten beiden Votings dabei waren. Das hat mich total geflasht. Und jetzt hatten wir am Schluss bei der Abstimmung, haben tatsächlich mehr als 760 Menschen krass gevotet. Cool, das ist echt Hammer. Schön. Wir hatten es ja so eingestellt, dass also jeder nur wirklich nur einmal voten konnte, auch wenn man mehrfach angekreuzt hat. Also jetzt immer die IP-Adresse und ein Cookie gesetzt worden. Und dann war das halt eben ausgeschlossen, dass man halt mehrfach da klickt. Ich bin echt begeistert, also sowohl vom Feedback als auch von der Teilnehmeranzahl. Also das spricht sehr, sehr vieles dafür, dass wir das nächstes Jahr wieder machen. Ja, es ist irgendwie schön, ja. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, wir hatten ja aus allen Hörspielen konntet ihr ja wählen. Also er konnte jeder 25 Stück seiner Lieblingshörspiele aufschreiben. Daraus haben wir eine Shortlist gemacht. Da hat es dann letztlich, ich glaube, 4 Stimmen hätten dann gereicht, um in diese Top 120 waren es dann. Wir wollten es dann nicht, ich glaube, mit 4 Stimmen, das war eine ganze Latte. Wir wollten es dann nicht beschreiben, haben dann gesagt, naja, dann nehmen wir halt eben mehr wie 100 rein, obwohl wir eigentlich 100 angepeilt hatten. Aber da war die Longlist, nee, ich hatte eben Shortlist gesagt, die Longlist war dann so 120 Produktionen. Und aus dieser konntet ihr dann wieder 10 Produktionen auswählen, die dann in die Top 10 kamen. Und über diese Top 10 haben wir dann nochmal abstimmen lassen. Also ihr konntet dreimal mitstimmen. Und das war jetzt natürlich nicht, um irgendwie die Leute zu gängeln, sondern um möglichst auf ein breites Ergebnis zu denken. Weil wenn ich jetzt jemand direkt am Anfang sage, hier, du musst jetzt das Hörspiel wählen, ich weiß nicht, ob dann das Richtige rausgekommen wäre. Nee, das war genauso, wie wir es gemacht haben, fand ich das gut. Ich kann ja schon mal anteasern, dass sich von Anfang an ein Hörspiel direkt an die Spitze gesetzt hat und nicht mehr zu vertreiben war. Also wir hätten tatsächlich, wenn wir mit dem Voting zur Longlist aufgehört hätten, hätten da gesagt, okay, Platz 1 ist jetzt Hörspiel des Jahres, hätten wir tatsächlich dasselbe Ergebnis gehabt. Also zumindest auf Platz 1. Dahinter ist es dann deutlich anders, aber sollen wir uns mal reinstürzen? Na klar, stürzen wir uns rein. Platz 10, fangen wir mit dem an. Ein Radiohörspiel, das ist noch gar nicht so lange her im Orcast, war ich glaube vor 2 Monaten oder so. Mhm. Viel länger ist es gar nicht her. November, Dezember ist es urgesendet worden. Ja. Also es ist relativ frisch gewesen. Und hat mich gefreut, dass eine Produktion
Redaktion, die tatsächlich ein bisschen raussticht. Wir haben zwar noch Radiohörspiele drin, aber... Die waren eher zu erwarten, sagen wir mal so. Ja, das ist also nicht so, was so in den Mainstream-Bereich geht, der ja tatsächlich bei, ich sag mal, bei unserem Klientel, was auch ganz normal ist, doch eher im Vordergrund steht, also die Genre-Hörspiele. Hier, das ist zwar auch theoretisch ein Genre-Hörspiel, hat aber dann doch eine sehr eigene und künstlerische Note. Es geht um Krieger in Gelee von Claudius Lühnstedt, das ist also für mich überraschend in die Top 10 geschafft hat. Ohne Zweifel ein sehr gutes Hörspiel. Das habe ich auch, glaube ich, im Orcast so gesagt, dass mich das auch sehr gut unterhalten hat. Ich hätte es jetzt tatsächlich nicht in den Top 10 gehabt, aber ihr habt es zweimal reingewählt und nun ist es drin. Es ist auf Platz 10 gelandet. Klar, in dem letzten Voting hatte man halt nur noch eine Stimme und da ist es klar, da trennt sich dann halt auch viel und dann gibt es dann halt auch ein starkes Gefälle eher, als wenn man jetzt 3 oder 4 Stimmen gehabt hätte. Ja, aber so ist es immerhin, ist es in den Top 10. Was will man mehr? Fand ich auch spannend, tatsächlich. Also die Geschichte selber natürlich und ja, die Art, wie man erzählt, was halt auch an die Fahrerflucht von Jetzt erinnert. Das ist schon spannend. Dann Platz 9 ist dein Platz 1. Ist mein Platz 1, genau. Bodo Trabers Nachtexpress, ja. Von Bodo Traber, ja, es ist natürlich klar, wir haben zwar viele, die auch Radio hören, aber wie gesagt, unser Schwerpunkt ist wahrscheinlich woanders und die Zeit ist noch nicht reif, dass unsere Hörer das so glasklar erkennen wie ich, was ganz da vorne gehört. Die sind halt mehr so wie du unterwegs. Ich hab's mir nicht leicht gemacht. Ja, ich mir tatsächlich auch nicht. Ja, aber nee, also Top 10 ist super. Ich bin echt froh, dass es überhaupt in den Top 10 gelandet ist. Also hätte ich tatsächlich gar nicht vermutet, dass der Hörspiel-Mob da draußen das auch so sieht. So. Ja, ist da jemand dran? Hört noch jemand zu? Nee, wahrscheinlich hat jetzt der Letzte abgeschaltet. Nein, alles Spaß. Bitte. Dann auf Platz 8 ist gelandet mein erster Platz. Also hast du gewonnen. Yeah, ihr habt sehr viel Geschmack bewiesen. Ja, Macbeth, haben wir gerade schon alles gesagt dazu. Ja. Dann auf dem Platz 7 ein Hörspiel, das es mir auch leid getan hat, dass es in meiner Top 10 aufgehalten ist, weil das Hörspiel vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber die Serie hätte es absolut verdient, weil das tatsächlich war ein bisschen das Problem bei mir auch, ja, sich für eine Folge zu entscheiden im Endeffekt. Genau, aber die Serie hätte es eigentlich verdient, weil die Serie an sich schon ein Highlight dieses Jahr war. Ja, also so aus der Seriensicht für mich tatsächlich das Highlight. Serie für mich, ja, keine Frage. Ja und zwar geht es um Fallen von Imaga. Also Marco Göllners neue Hörspielserie, die so aus dem Nichts quasi kam, gleich eingeschlagen hat wie eine Bombe, auch nicht jeden Hörer zufriedengestellt hat. Viele haben auch gesagt, interessiert mich nicht, das ist mir zu blöd, kein Erzähler. Aber ich fühle mich nicht an der Hand genommen. Ja. Nee, aber es ist tatsächlich, es ist so großartig, es ist so viel Witz, es ist so viel Originalität drin, es ist spannend. Alles, was ein gutes Hörspiel haben muss, ist da drin. Und ja, ich freue mich wie Bolle auf jede Folge, die da kommt. Großartig. Ja, vor allem, du kannst wirklich jede Folge 4, 5 Mal hören. Du entdeckst jedes Mal immer so einen neuen Kniff. Drin, ja. Das ist halt geil. Da macht sich jemand Gedanken. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber man muss es auch jedes Mal sagen. Weil und auch den Mut, was Eigenes zu machen. Also das ist ja jetzt heute auch nicht mehr selbstverständlich, wo viele auf irgendwelche eingefahrenen Gleise setzen, ob es jetzt Holmes ist oder irgendwelche große Namen oder irgendwelche Serien, die es schon gibt oder irgendwelche Lizenzen einkauft. Das ist ja alles gut und schön, aber tatsächlich jemand hingeht, sagt, okay, wir sind in der Nische Hörspiel, aber wir machen auch Eigenproduktion, wir schreiben unseren Kram selbst und machen was Eigenes. Und das bei einem kleinen Label wie Imaga, Hammer. Ja, und auch den Mut zu haben, dem Hörspiel zu vertrauen, dem Medium. Ja. Wie wir es gerade hatten, irgendwie, das finde ich immer geil, das müsste man echt belohnen einfach. Und da mache ich doch gleich den Anknüpfungspunkt, denn auf Platz 5 und 6, also quasi auf Platz 5, letztlich dann sind 2 Produktionen gelandet. Und zwar einmal das eben schon bepriesene Lock und Key, was mich eben auch fasziniert hat, experimentell und Vertrauen ins Medium und einfach Grenzen ausloten, was kann man mit dem Medium machen und den Hörer einfach auch mal eine Aufgabe hinzustellen. Das, also irgendwie, das mag ich, das finde ich faszinierend, was Fallen eben auch ab und an mal macht. Und der andere Anknüpfungspunkt ist auch auf Platz 5, ist nämlich gelandet eine andere Serie von Imaga. Die andere Serie von Imaga, nämlich Foster. Und zwar die Folge 5, die Hexe, die uns ja auch sehr, sehr geflasht hat im vergangenen Jahr. Die war wirklich hammergeil. Ja. Also kein Wunder, dass es die auch in die Top 10 geschafft hat und die Mittelposition einnimmt, ja. Foster ist ja auch, das ist ja auch ein bisschen eine Gratwanderung, die man da macht im Endeffekt. Mhm. Eben, man bringt halt mit Oliver Döring immer noch Sinclair mit irgendwie im Kopf zusammen.
Und ja, es dann zu wagen, einfach nochmal so einen Dämonenjäger, Geisterjäger, was auch immer, ins Rennen zu schicken, aber das halt irgendwie alles irgendwie so anders zu machen und dem so eine Eigenständigkeit zu geben. Ja, und das halt dann irgendwie auch mit so inszenatorisch einfach auch ein paar andere Wege zu gehen. Und das hat irgendwie den Reiz von Foster dann ausgemacht für mich. Ja. Geht mir ähnlich, dass ich auch weit vorne und gerade die Folge 5, die Hexe, ist bei mir auch ziemlich weit vorne gelandet und war auch so ein trauriges Streikergebnis. Ja, das war wirklich eine herausragende Produktion. Ja, dann sind wir bei Platz 4. Ganz knapp auf Platz 4. Eine Stimme Unterschied. Eine Stimme, ja. Und zwar, ja, der Sherlock Holmes. Ja. Und das Geheimnis des Weißen Bandes. Hat man ja gerade auch schon bejubelt. Hat man auch schon erwähnt, ja. Ja, bevor wir jetzt ans Podium gehen, würde ich sagen, machen wir erstmal ein Päuschen. Ja. Cliffhanger! Ich höre dir trapsen. Ja, dann bis gleich. Bis gleich.